Hallo Cutinators, wir zeigen euch heute den einfachsten Weg, Slime selber zu machen. In einer Flasche. Ich zeige euch gleich, wie es geht. Und schon ist er fertig, der super fluffige, perfekte Slime. In diesem Video zeigen wir euch verschiedene Rezepte, wie ihr Slime in einer Flasche selber machen könnt. Und wir zeigen euch am Ende auch die verschiedenen Fehler, die man machen kann, warum es nicht klappt. Durch die Technik mit der Flasche wird es ein unglaublich fluffiger Slime, weil er einfach sehr viele kleine Luftblasen mit sich selbst einschließt. Das macht ihn super, super geschmeidig und angenehm zum Spielen. Mit diesem Slime kann man auch wirklich super tolle Luftblasen machen. Die Methode ist super einfach und total sicher, vor allem die Methode mit den Gesichtsmasken ist toll, einfach weil man nur Produkte verwendet, die dermatologisch getestet sind, nämlich die Gesichtsmasken und auch die Kontaktlinsenlösung. Das heißt, es ist super ungefährlich, das auch selber zu machen. Und natürlich ist der Moment, in dem dann das Natron dazukommt, der Moment, wo das Ganze aktiviert wird. Um diesen Slime zu machen, braucht ihr eine Plastikflasche, einen Marker, ein paar Peel-off-Gesichtsmasken oder aber auch Polyvinylalkoholkleber, Kontaktlinsenlösung und Natron. Beginnt, indem ihr zunächst das Label von der Plastikflasche entfernt. Diese Methode funktioniert toll mit jeder Art von Flasche, solange sie einen relativ flachen Boden hat und auf der Unterseite des Bodens nicht zu viele Erhebungen sind. Zuerst nehmt ihr euren Zeige- und Mittelfinger und messt damit den Abstand vom Boden der Flasche ab, genauso wie ihr es jetzt seht. Als nächstes nehmt ihr euren kleinen Finger und macht eine zweite Markierung über der ersten Markierung. Als wir dieses Do-It-Yourself entwickelt haben und getestet haben, haben wir das Ganze viel zu kompliziert gemacht, indem wir den Abstand vom Boden genau abgemessen haben. Da das Verhältnis zwischen den verschiedenen Bestandteilen immer relativ ist, sind wir darauf gekommen, dass es viel einfacher ist, seine Finger als Maßangabe zu verwenden. In dem ersten Rezept jetzt zeigen wir euch das Ganze mit Gesichtsmaske, später kommt dann noch die Variante mit Kleber. So, jetzt können wir beginnen, die Schleimflasche zu füllen. Der erste Strich zeigt euch an, wie viel Gesichtsmaske ihr einfügen müsst. Bei Gesichtsmaske, die klein verpackt ist, kann es schon sein, dass ihr hier wirklich mehrere Packungen braucht, bis ihr natürlich die erste Markierung erreicht habt. Wir finden, dass Gesichtsmasken sehr konzentriert sind, daher haben wir sie bis zur ersten Markierung dann doch etwas mit Wasser verdünnt. Hier waren das jetzt 6 einzelne Masken. Jetzt geben wir etwas Kontaktlinsenflüssigkeit hinzu, bis die Mischung die zweite Markierung erreicht. Als nächstes könnt ihr jetzt auch etwas Lebensmittelfarbe oder Glitzer hinzufügen. Und zu guter Letzt geben wir jetzt noch einen halben Teelöffel Natron hinzu. Die chemische Reaktion beginnt, sobald das Natron die Mischung berührt. Also gebt es schnell hinzu, schraubt den Deckel zu und beginnt diesen gut zu schütteln, damit sich alles gut miteinander vermengt. Die Flasche zu schütteln ist eine viel schnellere Alternative zum normalen Mischen mit Löffel in einer Schale. Außerdem wird so viel mehr Luft in die Textur hineingefügt. Das kreiert einen super fluffigen Slime. Wenn alles gut geht, solltet ihr fühlen, wie der Slime einen Ball formt und sich von den Innenseiten der Flaschen löst. Falls das nicht passiert, haben wir am Ende des Videos einige Probleme, die ihr vielleicht haben könntet, aufgelistet und euch auch erklärt, wie ihr diese Probleme beheben könnt. Unglaublich toll, mit diesem Slime zu spielen, und wenn ihr einen Strohhalm habt, könnt ihr sogar solche Slimeblasen damit machen. Die Größe der Flasche ist nicht wirklich wichtig für dieses Do-It-Yourself. Falls ihr mehr Slime machen wollt, verwendet ihr einfach eine größere Flasche. Messt dann wieder denselben Abstand ab, indem ihr eure Finger verwendet, und achtet darauf, dass ihr auch wirklich genug von allen Zutaten verwendet.
Falls ihr euren Slime für eine längere Zeit behalten wollt, sodass dieser auch weich bleibt, bewahrt ihn am besten in einem luftdichten Behälter auf. Und achtet darauf, dass der Deckel tatsächlich den Slime berührt, sodass wirklich keine Luft darin enthalten ist. Und jetzt zeigen wir euch einen auf Kleber basierten Flaschenslime, der sogar noch einfacher zu machen ist. Füllt die Flasche ganz einfach mit einem weißen oder durchsichtigen Polyvinyl-Alkoholkleber, bis die erste Markierung erreicht ist. Danach fügt ihr Kontaktlinsenflüssigkeit bis zur zweiten Markierung hinzu. Und hier könnt ihr auch wieder etwas Lebensmittelfarbe oder Glitzer hinzufügen. Als letztes gebt ihr jetzt wieder einen halben Teelöffel Natron hinzu und schüttelt alles zusammen. Der Slime sollte sich nach ca. 30 bis 60 Sekunden formen. Ihr werdet bemerken, dass sich ein anderes Geräusch langsam bildet beim Schütteln, wenn ihr merkt, dass alles auf der Innenseite der Flasche kleben bleibt und anschließend sich dann ein richtiger Klumpen-Slime in der Flasche bildet. Ein weiterer Vorteil, wenn ihr Slime in einer Flasche macht, ist, dass eure Hände nicht klebrig werden. Wenn ihr seht, dass der Slime zu einem perfekten Ball innerhalb der Flasche sich formt, ist er fertig, um damit zu spielen und ganz bestimmt nicht klebrig. Hier seht ihr einen transparenten Slime, den wir mit unserem Gesichtsmaskenrezept gemacht haben. Dieses Mal haben wir einfach keine Lebensmittelfarbe hinzugefügt und den Slime nach dem Mischen 2 Tage in der Flasche gelassen. Und wie ihr sehen könnt, haben sich Luftblasen auf der Oberseite gebildet und darunter ist ein perfekter transparenter Slime. Dieser bräuchte wohl noch ein paar Tage wirklich, bis er komplett durchsichtig ist. Wir hatten aber leider keine Zeit mehr wegen dem Dreh dieses Videos, haben deswegen die Flasche aufgeschnitten, um euch diesen Slime zu zeigen. Wie ihr seht, ist dieser Gesichtsmasken-Slime wirklich super transparent geworden. So durchsichtigen Slime könnt ihr mit jeder Art von transparenter Peel-Off-Gesichtsmaske machen oder mit transparentem Polyvinyl-Alkoholkleber. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr manche Probleme beheben könnt. Dieses Do-It-Yourself sieht vielleicht einfach aus, wir mussten allerdings wirklich viel herumexperimentieren und auch total versagen, bevor wir euch dieses schlussendliche Rezept zeigen konnten. Hier seht ihr jetzt ein paar Probleme, die wir hatten und wie wir diese beheben können. Wenn ihr die Flasche schüttelt und merkt, die Mischung wird eigenartig schaumig, dann habt ihr zu viel Natron hinzugefügt. Ihr müsst dann ganz einfach den Schaum beseitigen und der Slime ist vermutlich überaktiviert, sollte sich aber trotzdem noch zum Spielen eignen. Falls ihr euch entscheidet, diesen Slime nochmal zu machen, achtet darauf, weniger Natron zu verwenden. Das zweite Problem könnte sein, dass eure Mischung einfach flüssig bleibt, egal wie viel ihr schüttelt. Das bedeutet, dass euer Slime nicht aktiviert genug ist. Das könnt ihr ganz einfach beheben, indem ihr den Deckel abschraubt und ein kleines bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit hinzugebt. Danach schüttelt ihr die Flasche erneut und solltet merken, wie eure Mischung langsam fest wird. Falls die Mischung jetzt aber noch immer flüssig wird, öffnet ihr die Flasche erneut und gebt ein kleines bisschen Natron hinzu. Das sollte allerdings die letzte Option sein, da man mit Natron relativ schnell überdosieren kann und der Slime so auch fest werden kann. Sollte euer Slime dann noch immer nicht funktionieren, überprüft, ob ihr tatsächlich alle richtigen Zutaten verwendet. Nicht alle Kleber enthalten Polyvinylalkohol, das ist einer der häufigsten Gründe, warum Slime nicht funktioniert. Und falls ihr Gesichtsmasken verwendet, achtet auch darauf, dass es eine Peel-off-Gesichtsmaske ist, die ebenfalls Polyvinylalkohol enthält. Wenn ihr mit Gesichtsmaske arbeitet, müsst ihr natürlich auch aufpassen, dass ihr sie nicht zu stark verdünnt, damit die chemische Reaktion dennoch noch stattfinden kann. Schüttelt die Flasche wirklich ausreichend, bevor ihr mit irgendwelchen anderen Zutaten nachdosiert, denn oftmals schüttelt man einfach zu wenig. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch ein Cutinator werdet. Und natürlich uns auch auf Instagram zu folgen unter @cutelifex.de, mir unter @meineversion und Joanna unter @markaroon. Danke euch vielmals fürs Zusehen. Bye! Hallo, hi! Heute zeige ich euch meine Version von 5 verschiedenen Hacks für vollere Lippen. I have realized.